Es ist soweit. Der große Moment bei Sauflecken ist gekommen, meine lieben Freunde. Wir dürfen nun gegen diese beiden angreifenden Truppen verteidigen. Es sieht nach einer knappen Niederlage aus, aber vielleicht können wir es ja sogar in einen Sieg verwandeln. Wir dürfen auf jeden Fall... Warum habe ich so wenig defensive Vorräte? Ich habe so lange Belagerung kassiert, wahrscheinlich, weil ich noch nicht genug ausgebaut habe. Okay, wir kämpfen auf jeden Fall mal jetzt hier nicht bei einer der üblichen Festungen. Das hier ist jetzt mal wirklich was anderes. Der Feind wird Verstärkung von da hinten bekommen. Hier gibt es einen kleinen Trupp, der vor allem aus Artillerie besteht und Fernkämpfern. Interessant. Da könnte man glatt eine Ausfallbewegung machen und ihnen auf die Fresse hauen. Ey, ohne Witz, da wäre ich voll dabei. Ich schicke alles, was in Anführungszeichen schnell ist, da raus. Der Rest scheint hier eher anzugreifen. Und jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Die haben hier Fernkämpfer, Fernkämpfer. Wisst ihr, was ich echt an diesen Positionen hier hasse? Ich meine, man kann jetzt zwar ganz, ganz gut zumachen, ne? Aber du wirst halt trotzdem Opfer von feindlichem Beschuss werden. Deswegen, wir machen auf jeden Fall hier unsere Position hin, müssen da aber anders stehen. So, genau, das hier machen wir so dahin. Ich hoffe, dass wir da drüben erstmal so nichts machen müssen. Dann, nachdem wir das hier getan haben, würde ich dann hier tatsächlich den ersten Turm setzen und beim Rest schauen wir mal weiter. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ich stelle euch da schon mal hin. Also wir werden uns... bitte stellt euch doch sinnvoll hin. Ich will, dass ihr euch sinnvoll hin... Es ist einfach zum Kotzen. So, jetzt... Genau. Es gibt einen Punkt, wo ich die hinsetzen kann. Also ich will die einmal da einsetzen. Na, weil die rennen auch auf gar keinen Fall weg. Die können aber trotzdem regenerieren. Deswegen will ich die hier haben. Und die werden unterstützt von denen hier, damit der Feind, wenn es hier zum Nahkampf kommt, einen Malus auf den Nahkampfangriff bekommt. Das ist der Plan. Deswegen stelle ich euch da schon mal jetzt hier in diese Gruppe. Trotzdem, nee, ich glaube, Türme würden hier wenig Sinn machen. Die kommen mit so viele angerollt. Und meine Türme hier sind schon ziemlich, ziemlich kaputt. Das muss ich an dieser Stelle nicht machen. Das wäre Humbug und Unfug und alles miteinander. Ich gehe sogar noch so weit. Ich will noch die Nahkampfabwehr des Feindes hier reduzieren. Dann kommen nochmal die Trolle jetzt hier noch mit dazu. Die gehen da auch noch mit rein. So, dann haben wir hier schon mal eine sehr, sehr solide Verteidigung, wenn ihr mich fragt. Die wir jetzt ja auch erstmal so reinkommen lassen. Wir werden dann, falls sie hier entlang laufen, hier nochmal eine Defensive aufstellen. Allerdings soll das jetzt hier nicht die Creme de la Creme sein, sondern eher die Creme de la Crap. Einfach damit wir wissen, da hinten wird ein bisschen verteidigt. Oh. Dich haben wir hier ja auch noch. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir müssen den feindlichen General töten, deswegen gehst du dahin. Dann haben wir noch dich hier. Dich stellen wir auf jeden Fall hier oben erstmal hin. Ich möchte diese Truppen hier zur Vorsicht auch da nochmal aufstellen. Na, wir gehen auf Nummer sicher. Wir wissen schlicht und ergreifend nicht, wo sie durchbrechen werden. Deswegen macht jetzt hier mal die Nummer 4 hin. Er hier stellt sich auch da oben hin. Und du stellst dich... Ich weiß noch gar nicht, wo ich die hinpacken soll. Sind wir ganz ehrlich. Ich lasse sie einfach mal gerade eben mal da stehen. Jetzt haben wir halt noch eine ganze Menge von euch. 1, 2, 3. Wäre alles andere als blöde, wenn man zumindest ein bisschen sich hier auf sowas vorbereitet. Zumindest ein bisschen. Ne? So, falls es notwendig wird, sind wir vorbereitet. Ähnlich würde ich sagen, sieht es hier aus. Einfach vorbereitet sein ist besser als das Gegenteil. Okay, wir sind soweit. Es geht, glaube ich, fertig. Dann würde ich sagen, beginnen wir die Zerstörung des Feindes. So, das ist wie gesagt stark gegen Charakter. Das will ich auf ihn hier casten.
kann beides auf ihn casten, das wird ihm beides wehtun. Ich kann auch den Seelenraub auf ihn casten, das werden wir definitiv tun. Also sage ich das hier nochmal. Oh, nett. Energienachladerate nach oben treiben. So, beides drauf. Und erstmal wieder zurückziehen. So, dass dieser Zwerg jetzt hier erstmal fröhlich vor sich hinschmilzt. Oh Gott, ich habe vergessen, mit euch hier rauszugehen. Das wollten wir so natürlich nicht. Dann wird es Zeit, dass wir mehr Türme setzen. So, ihr greift jetzt hier an, so schnell ihr könnt. Denn der Beschuss, den die jetzt hier kassieren, der wird schon sehr, sehr ätzend sein. Du kannst versuchen, das hier anzugreifen. Nee, Quatsch, du greifst erstmal das da an. Weil wir bekommen hier ganz übel schon Beschuss. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass sie das hier trotzdem gewinnen können. Du fliegst wieder zurück. Der Zwergenlord muss nochmal gekillt oder angeschlagen werden. Okidoki. Ihr macht hier mit eurem Dingens weiter. Dann wäre ein Turm hier nicht schlecht. Ich kann schwer sagen, wie der Kampf jetzt hier gerade eben läuft. Ich kann aber schon mal sagen, dass ich dem hier schon mal eine mitgeben möchte. Gott, ist das weit weg. Und direkt nochmal oben drauf. So, dann fliegst du mal schnell wieder hierhin zurück. Kann ich noch mehr Türme setzen? Ich kann noch mehr Türme setzen, jawohl. So, so langsam aber sicher sollten wir das jetzt hier geschafft haben. Hier gewinnen wir möglicherweise den Kampf gegen die da. Jetzt kann ich den Nahkampf jetzt hier mal suchen. Ihr greift jetzt hier noch da an, weil die Zwerge hier sind geschlagen. Und die rücken jetzt hier schon aus. Ja, das Dumme ist halt, sie haben eine Menge Beschuss und das ist nicht sehr, sehr gut für uns. Aber ich kann mit dir schon mal da runtergehen und hoffentlich im Nahkampf einiges jetzt hier anrichten. So, der Zwergenlord frisst jetzt hoffentlich gleich Dreck. Was? Ich habe den... Ach, das ist olle Tor. Das olle Tor. Sag mal, warum greifst du nicht an? Ich frag für einen Freund, ey, ich sag's euch. Ihr geht mal besser da drüben hin. So, du machst nochmal hier Dinge mit Energie. Du kannst ihm ja nochmal das hier mitgeben. Unser Plan muss sein, den Feind jetzt hier zu stellen. Näher ran, näher ran, näher ran. Ich bin nicht sicher, ob du das schaffst, aber ich mache jetzt hier erstmal ganz, ganz kurz mal einen Debuff. Wir wollen den Feind erstmal hart stoppen, bremsen, wie auch immer. Baut das hier schnell auf. Selbiges müssen wir eigentlich auch gleich hier machen. Ich hätte vielleicht hier früher bauen sollen. Du gehst schon mal vor, um den Feind hier abzuhalten. Wir müssen es ja irgendwie schaffen, diese Position jetzt hier zu verteidigen. Genauso auch hier. Nochmal auf den ollen Zwergen Heinz da. Ja, sieht langsam aber sicher ganz gut aus. Ihr geht mal ganz kurz zurück
um dann wieder fortzugehen. Ich bin mir gerade eben einfach nicht... Jetzt haben wir es. Sehr gut. Jetzt können wir da hingehen. Jetzt wird regeneriert hier. Und dasselbe machen wir auch gleich hier. Go. Wobei ich euch jetzt hier sogar schon mal dahin bewege. Und ihr könnt jetzt hier sogar noch kämpfen. Wobei ich jetzt so langsam aber sicher eine Feststellung mache. Eieiei. Du guckst jetzt mal, dass du jetzt hier rauskommst. Der hat jetzt auch die Nase voll. Du kannst jetzt die von hinten angreifen. Ne, Quatsch. Du greifst die an. Auf jeden Fall. So, dann gehst du jetzt hier mal rüber, weil ich glaube, da wird jetzt Unterstützung gebraucht. Ich wollte das hier drücken. Dankeschön. Die Flammenkanone hier hat es eigentlich auch... Oh Gott, da kommt die krasse Unterstützung. Das ist nicht sehr cool, was hier gerade passiert für mich. Mehr Türme bitte. Beziehungsweise, was macht der denn hier? Okay, wir versuchen, die hier schnell auszuschalten. Du fliegst schnell da ein. Wir debuffen die jetzt hier mal gerade. Und zwar nachhaltig. Nee, ihr zieht euch zurück. So, du machst jetzt hoffentlich die da alle. Ich will einfach nur innerhalb des Radius von dem Teil hier sein, ne? Das ist der gesamte Plan. Hier auch nochmal einen Turm hin. Wisst ihr, man braucht nicht viele, man braucht keine geilen Türme, man braucht einfach nur ausreichend Türme. Sag mal, wie viel Munition haben die eigentlich noch? Die gehen mir langsam aber sicher echt auf den Keks. So. Ihr helft jetzt hier mal gerade eben mal mit, weil ich glaube, von da wird nicht so viel noch passieren. Wir debuffen die gerade nochmal. Sorgen für noch mehr Moral jetzt hier. Ich meine, ich habe ja noch einiges an Reserven hier, darf man nicht vergessen. Ich will erstmal die Fernkämpfer besiegen, die Nahkämpfer sind mir relativ egal. Okay, das ist alles bis jetzt hier recht vielversprechend. Der große Dämon kann es da raus. Ich finde es so schön, wie der regeneriert. Okay, auch hier machen wir nochmal so eine Regenerationsposition. Also die kommen jetzt dieses Mal wirklich von der Seite. Dann ist ja gut, dass ich hier nochmal ein paar Sachen ausbaue. Dann sollten wir hier auf jeden Fall auch nochmal einen Turm errichten. Man weiß ja nicht, ob die da jetzt lang kommen. So, ihr geht wieder an diese Position jetzt hier ran. Ihr geht an diese wieder ran. Jetzt greift die doch mal an, meine Güte. Du gehst mal wieder dahin, wo du regenerieren kannst. Das wäre jetzt, glaube ich, gerade eben ganz angebracht. So, schön außenrum. Das hier ist gewonnen. Das heißt aber jetzt auch für uns, dass wir jetzt eigentlich da hinten hin müssen, weil ich sehe jetzt nicht, dass jetzt hier noch der große Druck kommt. Der große Druck hier ist weitgehend vorbei. Ihr greift es die einfach in den Rücken an. Gut, gut, gut.
Ja, dann gehen die Next noch da hin. Ihr geht da noch hin. Ich stelle euch alle mal da hin, Freunde. Mal gerade mal alle hier nochmal hochheilen bei der Gelegenheit. Kannst du auf den da schießen? Angeblich nein, das ist anscheinend zu weit weg. Aber ihr seht schon, ne? Das Spiel sagt eigentlich, dass wir das jetzt hier wohl gewinnen werden. Tja, irgendwie machen die Türme hier auch nicht sehr viel gegen die Typen. Ihr bleibt es einfach hier und reckt. Oh Mensch, mal. Ah, okay, die fliehen jetzt auch. In diesem Moment haben sie eingesehen, dass ihr Leben nicht mehr lebenswert ist. Gut. Die fliehen hier. Die banken jetzt auch schon. Oh, der rennt weg. Nein! Mein erhabener Held flieht. Ist aber gar nicht so erhaben. Ach Gott, ich weiß warum. Oh, kaki, kaki, kaki. Ja. Da kommt etwas, was wir hier nicht haben wollen. Nee, das wollen wir hier nicht haben. Ihr müsst auf den da schießen. Du musst dich jetzt wirklich um dieses Ding hier kümmern. Um Gottes Willen. Mein lieber, lieber Freund und Kupferstecher Pau, du hast eine neue Aufgabe. Okay, jetzt haben wir hier schon 1000. Ich werde mal gucken, dass ich bei 1150 das jetzt hier schnell upgrade. Und dann haben wir endlich einen besseren Turm, der mehr Schaden machen kann an dieser Position. Wir beginnen damit. Näher ran. Und dann das Ding im Nahkampf auseinandernehmen. Go! Ran an den Speck. Okay, ihr geht auch jetzt alle da hoch. Diese blöden Gyros, ey, ich sag's euch. Guck mal, dass du mehr Nahkampf-Trefferchance hast. Ja, wäre jetzt. Jawohl, jawohl, jawohl. Also, so ein Dämon in der Luft ist schon echt hart für die, ich sag's euch. Ja, das war's mit dem Ding hier. Dann machen wir jetzt hier nochmal eine kleine Jagd auf ein paar Gyros. So, im Grunde stehen wir jetzt hier bereit. Ich weiß nur noch nicht so richtig für was. Also alle Mann jetzt erstmal dahin, ne? Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und jetzt zerlegen wir die Gyrokopter. Das sieht für die nicht so gut aus. Sie sind auch hier voll im Kreuzfeuer, auch wenn sie nicht wirklich getroffen werden dadurch. Egal. Jetzt müssen wir diesen ollen Zwergenlord jetzt hier mal in die Schranken weisen. Auch hier machen wir das gleiche. Ich werde den hier gleich noch aufwerten. Weil mehrere Türme scheine ich hier nicht zu haben, die hier noch irgendwie großartig was tun könnten. Ne, ist eigentlich nur noch der da. Ich weiß nicht, was die hier vorhaben. Ob die überhaupt irgendwas vorhaben. Es sieht nicht unbedingt so aus. Aber ich komme zu dem Schluss, dass ich diese Truppen hier oben eigentlich nicht mehr brauche. Sondern eher noch mehr Truppen hier hinten. Also gut, wir werden versuchen. Er kann so viel Energie tanken und hat trotzdem so wenig Energie. Das ärgert mich sehr. Geben wir ihm jetzt hier mal gerade eben nochmal eine mit. Auch wenn ich dafür sehr gefährlich nah ran muss. In den Feuerbereich dieser ollen Zwerge. Und wieder zurück. So, hier landen wir mal gerade eben vorsichtshalber. Vielleicht kann ich hier nochmal kurz regenerieren. Sehr schön, genau das wollte ich sehen.
Ja, was macht ihr jetzt? Habt ihr noch irgendwas vor, ihr komischen Wutzis? Ihr müsst zu mir rein, ich nicht zu euch. So, den Turm hier aufs Maximum, dann machen wir dasselbe noch hier. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Ich habe eine lustige Idee. Was passiert, wenn ich euch hier hochstelle? Ich habe ja Truppen für sowas gerade eben. Na, ich möchte, dass diese Türme hier mal ihre Turmdinger machen. Einfach nur mit einem einzelnen Streiter jetzt hier. So, du fliegst jetzt hier wieder. Ihr versucht immer noch da hochzukommen. Abheben bitte. Jetzt bewegt euch doch. Kein Grund, jetzt hier stehen zu bleiben. Na, verflixt, dieser Zwerg regeneriert auch. Das ist nicht so schön. Ich versuche es da drüben, diese Kriegsmaschinen mir zu holen. Wobei ich, oh Gott, auf den Beschuss enorm aufpassen muss. Nee, der tut mir zu sehr weh. Also ich versuche es hier einfach, diese Position zu nehmen, ne, damit dieser Turm mir nochmal ein bisschen auf sie schießt. Dafür bin ich bereit, eine Einheit zu opfern. Das ist uncool hier gerade. So, du verbesserst diesen Turm ja auch noch. Ich habe das Gefühl, dass die KI hier schon wieder so ein bisschen lost ist. Ich meine, warum sollte ich jetzt rauskommen? Es ergibt wenig Sinn. Ich stehe immer noch safe wie in Abrahams Schoß. Aber wie gesagt, das Gute ist, wenn die jetzt hier ihre Munition an sowas schon hier verbraten, dann bin ich auch ganz glücklich. Könnt ihr eigentlich hier nicht irgendwie regenerieren oder so ein Käse? Man sollte es doch glatt meinen, dass ihr hier regenerieren könnt. Man weiß es nicht. Wir probieren das hier selber nochmal. Wie gesagt, also ich bin damit jetzt voll cool, dass die sich jetzt hier gerade eben verbraten. Und irgendwann mal wird seine Regenerationsfähigkeit auch an seine Grenzen kommen. So stumpf und trocken muss man das sehen. Die haben immer noch genügend Moral, also alles ist gut. So, nochmal das Ganze jetzt hier. Und wieder zurück. Tja, mehr Energie werde ich wohl nicht mehr bekommen. Das war's wohl mit der Energie. Und nochmal. Und wieder zurück. Oh, jetzt kommen sie, glaube ich, mehr rein. Es sah zumindest fast kurz so aus. Aber auch nur fast. So, wir machen noch diesen Turm hier. Der könnte auch wichtig werden. Boah, ohne Witz, dass dieser Turm hier... Ah, jetzt kann der Turm endlich schießen. Ich wollte gerade schon schimpfen. Dass der Turm da nicht rankommt und so, ne? Das wäre ja wieder auch mal hardcore lame gewesen. So, ich glaube, so langsam aber sicher haben sie Bock reinzukommen. Wir müssen jetzt bloß darauf achten, dass sie beschossen werden können, aber wir nicht so leicht. Nochmal auf diesen ollen Zwergenkönig, Tein, was auch immer. Also, sie greifen an. Ich weiß zwar nicht, worauf sie so lange gewartet haben, aber jetzt kommen sie rein. Und wir stehen bereit.
So, jetzt versuchen wir mit den Froggies hier anzugreifen. Ich glaube, dass hier der Angriff eher minimal ausfallen wird. Und nochmal auf ihn drauf. Wir schwächen mal gerade ihre Kampfleistung. Stärken unsere eigene. Erhöhen die Moral. So, ihr geht dahin, Freunde. Und dahin. Wir heilen euch hier gerade mal hoch. Ey, wisst ihr was? Wahrscheinlich wäre es das Beste, sie jetzt einfach aus dem Feld zu werfen. Scheiß auf taktisches Vorrücken. Wir hauen sie aus dem Feld. Du gehst noch dahin. Ich könnte jetzt hier noch den Turm ausmaxen. Warum auch nicht? Dem nochmal eine mitgeben. So, wir greifen die an. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich so einigermaßen in Reichweite bleibe. Ja, da ist der Armilos. Halleluja, da ist der Armilos. Jetzt müssen wir nur noch die Slayer besiegen. Wo sind die denn? Der hat garantiert irgendwo wieder Slayer geparkt, die ich nicht sehen kann. Wo sind sie denn? Hallo? Da! Es sind zwei Todessuche. Es sind einfach zwei Todessuche. Okay, sei es drum. Wir haben gewonnen, Leute. Die große Belagerung hier ist vorbei. Das ist schön. So, der letzte Todessucher. Und Sieg für Pau in Sauflecken. Ausgezeichnet. Und ich finde, wir sind sehr günstig da rausgekommen aus dieser Schlacht. Kann ich mich nicht beklagen, aber absolut nicht. Wir holen das Geld dafür extra. Und Sauflecken wird dadurch jetzt hier regenerieren. Okay, die verfluchten Weiten fallen dafür. Da kann ich leider auch nicht viel dagegen tun. Aber im Großen und Ganzen stehen wir jetzt sehr, sehr gut da. Vor allem, weil es die ekstatische Legion und niemand Geringeres als Kairos auf unserer Seite ist. Also in Anführungszeichen komplett unterworfen ist. Und wir sind noch nicht mal sehr hoch gewesen, diplomatisch. Okay, die Elfenbeinstraße hat eine Rebellion hier. Aber von dieser Rebellion ist schon nichts mehr zu sehen. Wir haben einen Dämmerstein geklaut. Mutant des Nörgler halten. Das Ding wird schon wieder belagert. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, ich fange langsam aber sicher an, das jetzt hier echt persönlich zu nehmen. Die Sache mit Sauflecken ist nicht cool. Ich wollte ihn jetzt hier eigentlich... Oh, aber das Wichtige ist, du bist ab jetzt... Also du bist auf jeden Fall unsterblich. Du wirst nicht an so etwas endgültig zugrunde gehen. Bei dir ist es halt immer noch leider Level 18-isch nicht so nice. Ja, noch mehr Dickhäutigkeit. Also viele Truppen haben die nicht. Aber sie reichen gerade eben, um nervig zu sein. Ich nehme mal Kinder des Nörgel und Seelenraub jetzt hier für Pau. Die vielen Flieger hier sind ein enormes Problem. Die kriege ich nicht in den Griff. Ich meine, selbst wenn ich jetzt hier angreifen würde, wie gehe ich mit den Fliegern um? Die kriege ich nicht down. Das ist das Problem. Das Problem ist, du gehst danach down, aber er wird nicht tot sein. Deswegen werden wir nochmal eine Runde warten und auf Unterstützung von anderer Seite hoffen. So. Ich würde behaupten, dass wir jetzt hier eigentlich bereitstehen, um potenzielle Angriffe durchführen zu können. Mit Betonung auf potenziell, das heißt nicht, dass wir es sofort tun. Eilhard ist eigentlich
nicht wirklich safe. Grünburg ist inzwischen wieder relativ safe. Genauso wie auch Übersreik. Das können wir nochmal ausbauen. Beim Rest warten wir noch ein bisschen jetzt hier bei Altdorf. Wie gesagt, okay, Jay, du bleibst hier immer noch kurz stehen. Gawain wird sich jetzt hier das hier... Oh. Ach, ich akzeptiere einfach. Ganz im Ernst. Ich musste kurz nachdenken, aber es ist schon in Ordnung. Wir rekrutieren das einfach nach. So, ganz easy, ne? Ich habe nicht die Zeit jetzt hier quasi jetzt ewig zu belagern und ich wollte jetzt auch nicht nochmal eine Schlacht schlagen, die in meinen Augen ziemlich unnötig ist. So, Seelenraub machst du auch noch. Ich habe keine Ahnung, was diese Zwerge sich da gerade eben dabei gedacht haben. Wirkt fast so, als ob sie mich einfach wirklich nur in einen Nahkampf zwingen wollten. Oder einen Kampf zwingen wollten, von dem sie wussten, den können sie sowieso nicht umgehen. So, die Käutigkeit auch für dich. Dann holen wir nochmal dich einmal rein und dann haben wir nochmal ein paar Trolle reinzuholen. Okay. Ich kann gar nicht alle Trolle reinholen. Die Trolle sind knappes Gut, wie ich gerade feststelle. So, Epidemius, wir gehen jetzt hier Richtung Kraschnacksburg. Das machen wir noch in dieser Folge. Ja. Ich akzeptiere das. Das ist mir egal. Das Entscheidende ist, wir haben es geschafft und sind jetzt hier rangestürmt und haben Graschnacksburg genommen und haben jetzt hier diese blöde Engstelle genommen. Billiger Eisenhammer wurde ebenfalls dadurch jetzt hier besiegt und wir stehen hier an einer äußerst guten Stelle. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.